Trotzdem, Faszination ist ein gutes Motiv, dürfte aber kaum erklären, warum weltweit so viele Mittel und Ressourcen in die Hirnforschung gesteckt werden. Und das sind viele. Hier ein paar Beispiele. Über die Hälfte der Max-Planck-Institute in Deutschland hat ganz oder teilweise eine neurowissenschaftliche Ausrichtung. Von den medizinischen Fakultäten Deutschlands, immerhin 34, haben 30 und damit über 90% zumindest einen neurowissenschaftlichen Schwerpunkt. Die Hertie-Stiftung als größter privater Förderer der Hirnforschung in Deutschland hat seit ihrem Bestehen mehr als 100 Millionen Euro für die Neurowissenschaft aufgewendet. An der Erforschung der Alzheimer-Erkrankung arbeiten weltweit etwa 50.000 Wissenschaftler. Und im letzten Jahrzehnt wurden die meisten wissenschaftlichen Publikationen überhaupt, nämlich 340.000, übrigens doppelt so viel wie in den 70er Jahren und die Hälfte mehr als über den am zweithäufigsten untersuchten Forschungsgegenstand, das Herz, wurden die meisten Publikationen über das Gehirn veröffentlicht. Also, die Gesellschaft, die Menschheit betreibt Hirnforschung wie nie zuvor. Warum ist das so? Ich denke, es gibt drei Gründe, warum heute die Hirnforschung so forciert wird. Mit diesen drei Gründen möchte ich mich nun im Folgenden befassen. Der erste Grund für den Boom der Neurowissenschaften liegt in den Erkrankungen des Gehirns. Man schätzt, dass in der Europäischen Union 27%, also mehr als jeder Vierte, 27% aller Einwohner an einer Erkrankung des Gehirns leiden. Am häufigsten sind Depressionen, Migräne, dann Sucht, Psychosen, Demenzerkrankungen wie die Alzheimer'sche Erkrankung, dann kommen schon die klassischen Hirnerkrankungen wie Epilepsie, Parkinson, Schlaganfall, Hirnverletzungen und Hirntumoren. Dies sind aber nicht nur besonders grausame und gefürchtete Erkrankungen, sondern auch besonders teure. Im Jahr 2004 wurden in der Europäischen Union 386 Milliarden Euro für Hirnerkrankungen aufgewandt. Also rund 1.000 Euro pro Einwohner pro Jahr und damit fast 50% aller Kosten für die Erkrankungen des Menschen überhaupt in dieser Region. Diese hohen Kosten beruhen darauf, dass das Gehirn unter seinen vielen fantastischen Eigenschaften eine nicht bzw. fast nicht hat, den Ersatz verloren gegangenen Hirngewebes. Wenn Nervenzellen absterben, so können sie vom Gehirn praktisch nicht ersetzt werden und es entstehen Defekte, die zu dauerhaften Funktionsverlusten führen oder zu Funktionsverlusten, die erst durch mühsame Verlagerung der verloren gegangenen Hirnfunktion in andere Hirnteile kompensiert werden können. Dies bewirkt lange Krankheitsverläufe und bleibende Behinderungen. Denken Sie nur an Schlaganfälle, bei denen häufig Lähmungen und Sprachstörungen bestehen bleiben, oder an Parkinson-Erkrankte, bei denen trotz aller Behandlungen die Symptome wie Zittern und schlurfender Gang mit zunehmender Krankheitsdauer fortschreiten und sich eben nicht zurückbilden. Jahre und jahrzehntelange Verläufe mit Stagnation oder stetiger Verschlechterung verursachen auch Jahre und jahrzehntelange Kosten für Therapien und vor allem dann auch für die Pflege bis hin zur kompletten Pflegebedürftigkeit im fortgeschrittensten Krankheitsstadium, zum Beispiel bei Erkrankungen wie Alzheimer oder Multipler Sklerose. Besonders dramatisch sind die Probleme mit der Alzheimer-Erkrankung. Sie beginnt mit Orientierungsstörungen und Sprachproblemen und endet unweigerlich nach mehreren Jahren mit dem kompletten Verlust der Persönlichkeit und dem Tod. Die mittlere Krankheitsdauer beträgt 7 bis 9 Jahre. Das letzte Drittel besteht in vollständiger Pflegebedürftigkeit, die in den meisten Fällen von den Familienangehörigen nicht mehr geleistet werden kann. Abgesehen vom Leid für die Erkrankten und vor allem auch für die Familienangehörigen sind die Kosten das Hauptproblem. Man rechnet mit jährlichen Gesundheitskosten von 44.000 Euro pro Alzheimer-Erkrankten. Davon müssen etwa 2/3 privat aufgebracht werden. Bereits jetzt gibt es etwa 1 Million Alzheimer-Erkrankte in Deutschland. Jede Woche gibt es 800 Neuerkrankungen und jeden Tag kostet uns die Alzheimer-Erkrankung bereits etwa 90 Millionen Euro. Jeden Tag. Das Riesenproblem unserer Gesellschaft mit dieser Erkrankung liegt in der Zunahme der Alzheimer-Erkrankung mit dem Lebensalter. Das Alter ist der Hauptrisikofaktor für Alzheimer. Unter 65 Jahren ist die Erkrankung eine Rarität. Aber bereits 6% der 75-Jährigen und über 35% der über 90-Jährigen haben Alzheimer. Als Faustregel kann man sagen, dass unter den 65-Jährigen 1% der Menschen Alzheimer haben und dass sich dieser Prozentsatz dann alle 5 Jahre verdoppelt. Also bei den 70-Jährigen sind es 2%, bei den 75-Jährigen 4% und so weiter. Das heißt, dass bei den
Über 85-Jährigen schon jeder Dritte Alzheimer hat, bei den 100-Jährigen ist es fast jeder. Und es werden immer mehr Menschen 100 Jahre alt. Auch der Bundespräsident kann schon nicht mehr der Tradition des persönlichen schriftlichen Glückwunsches an die 100-Jährigen nachkommen. Es sind einfach zu viele. Die Lebenserwartung steigt. Im Jahr 1870 wurde nur jede 200. Frau 90 Jahre alt. Heute werden es mehr als 5% aller Neugeborenen. Kaum glaublich, aber mehrfach nachgewiesen, seit dem Jahr 1810 steigt die Lebenserwartung jährlich um 3 Monate. Und das linear und ohne dass ein Ende in Sicht ist. Als Alois Alzheimer im Jahr 1906 einen eigenartigen, schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde beschrieb, so war er selbst davon überzeugt, eine der seltenen Erkrankungen entdeckt zu haben, die es in der Medizin immer mal wieder als Rarität gibt. Während seiner Lebenszeit hat er auch wohl insgesamt nur 5 Fälle von Alzheimer-Erkrankung gesehen und beschrieben. Die mittlere Lebenserwartung lag bei 50 Jahren. Heute liegt die Lebenserwartung bei mehr als 75 Jahren und wir haben weltweit 25 Millionen Alzheimer-Erkrankte. Und wenn die Lebenserwartung weiter steigt, und wir haben keinen Anlass zu vermuten, dass sie es nicht tut, werden wir im Jahr 2050 doppelt so viele Alzheimer-Erkrankte wie jetzt in Deutschland haben, nämlich 2 Millionen, weltweit sogar 4-mal so viel, nämlich 100 Millionen, da in vielen bislang noch unterentwickelten Ländern die Lebenserwartung stärker steigen wird. Und wir werden allein in Deutschland Gesundheitskosten nur für die Alzheimer-Erkrankung in Höhe von 90 Milliarden Euro haben, eine Summe, die etwa einem Drittel eines normalen Bundeshaushalts entspricht. Das sind Kosten, die unsere Gesellschaft nicht stemmen kann, ohne drastische Abstriche im allgemeinen Lebensstandard hinnehmen zu müssen oder nur unter der Aufgabe eigentlich unverzichtbarer ethischer Prinzipien im Umgang mit den Erkrankten. Das ist eine dramatische Perspektive. Eine Perspektive, die eine ungleich größere Dimension als die Finanzkrise hatte und noch hat. Und wir haben nur eine Hoffnung. Und die heißt Forschung. Wenn es uns gelingt, die Alzheimer-Erkrankung nur um 5 Jahre hinauszuzögern, heilen müssen wir sie nicht, nur um 5 Jahre zu verzögern, so hätten wir die Anzahl der Alzheimer-Erkrankten halbiert und die Gesundheitskosten um 40 Milliarden Euro gesenkt. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass uns das gelingt. Zurzeit haben wir Medikamente, die den Ausbruch der Erkrankung um etwa 1 Jahr verzögern können. Die pharmazeutische Industrie hat eine Reihe von Medikamenten in der Erprobung, von denen wir hoffen können, dass sie diesen Zeitraum signifikant verlängert. Warum das so ist und warum wir mit diesen Medikamenten Erfolg haben, wissen wir nicht genau. Denn die tatsächlichen genauen Mechanismen, die bei der Alzheimer-Erkrankung ablaufen, kennen wir noch nicht. Wir wissen jedoch, dass das Gehirn der Alzheimer-Erkrankten im Lauf der Erkrankung immer kleiner wird, was vor allem auf einen Abbau der Großhirnrinde zurückzuführen ist. Dabei sind zunächst vor allem die seitlichen Teile des Großhirns betroffen, in denen unter anderem Sprachinformation verarbeitet wird und die für Lernleistungen wichtig sind, was erklärt, warum es so früh bei der Alzheimer-Erkrankung zu Störungen der Sprache und des Gedächtnisses kommt. In der Hirnrinde nimmt dabei zunächst die Anzahl der Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen ab. Dadurch wird zunächst einmal die Informationsverarbeitung im Gehirn erschwert und eingeschränkt. Im zweiten Schritt sterben die Nervenzellen dann selbst ab. Bei fortschreitender Erkrankung kommt es dann auch zu degenerativen, abbauenden Prozessen in anderen Teilen des Hirns und der Hirnrinde. Durch den Abbau werden die flüssigkeitsgefüllten Hohlräume im Gehirn immer größer und die Furchung der Oberfläche des Gehirns nimmt zu. Der Unterschied zwischen einem gesunden und einem erkrankten Hirn ist dann vergleichbar zwischen dem zwischen einer reifen und einem vertrockneten Walnusskern. Ursache für das Absterben der Nervenzellen sind 2 Veränderungen, die für die Alzheimer-Erkrankung spezifisch sind. Zum einen bilden sich Bündel von kleinen Nervenfasern innerhalb der Nervenzelle, die Zusammenlagerung eines eigentlich normalen Bestandteils des Stützskeletts der Nervenzelle sind. Zum anderen kommt es außerhalb der Nervenzellen zur Ablagerung und Ansammlung von Bruchstücken eines Eiweißkörpers, des Amyloids, das in seiner ursprünglichen Form in der Wand der Nervenzelle sitzt und bei der Informationsübertragung an den Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen von Wichtigkeit ist. Über einen noch unbekannten Prozess bewirken diese beiden Veränderungen die Bildung der Neurofibrillenbündel innerhalb der Nervenzelle und die Ablagerung der Amyloid-Plaques außerhalb der Nervenzellen. Wir wirken diese beiden Veränderungen
dann den Tod der Nervenzelle. Diese Ablagerungen finden sich zudem nicht nur in den Nerven oder nicht nur zwischen den Nervenzellen, sondern auch in der Wand von Blutgefäßen des Gehirns, sodass sie auch die Durchblutung von Abschnitten des Gehirns verschlechtern können, indem sie einmal entweder die Blutgefäße verengen, wie bei einem Gartenschlauch, auf den man mit dem Fuß tritt, oder indem sie das Blutgefäß zum Platzen bringen, wie bei einem Gartenschlauch, der in der Sonne liegt und brüchig geworden ist. Es finden sich damit Überschneidungen zu Demenzerkrankungen des Alters, die über Verschlechterung der Durchblutung des Gehirns zusammenkommen, die sogenannten vaskulären Demenzen. Andererseits eröffnet dieser Befund, also die Wichtigkeit der Durchblutung, auch wieder neue Therapieansätze, die über eine Verbesserung der Durchblutungssituation im Gehirn bei der Alzheimer-Erkrankung wirken wollen. Dies gilt auch für einen Befund, der aus dem Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen stammt und der auf den ersten Blick erschreckend erscheint. Die Alzheimer-Erkrankung ist übertragbar. Zumindest konnte man in Mäusen zeigen, dass Amyloid, das man in die Bauchhöhle dieser Tiere einbrachte, dann im Gehirn der Mäuse zu Alzheimer-artigen Veränderungen führte. Was heißt das? Das heißt zum einen, dass nach dem heutigen Stand der Erkenntnis beim Kontakt und auch bei der Pflege von Alzheimer-Erkrankten, dass man sich dabei nicht anstecken kann. Denn man kommt dabei nicht mit Hirnmaterial der Erkrankten in Berührung oder nimmt es gar in seinen anderen Körper oder nimmt es gar in seinen Körper auf. An dieser Stelle kann man also Entwarnung geben, kann seinen Schrecken vergessen und sollte sich dem anderen, dem hoffnungsvollen Aspekt dieses Befundes zuwenden. Mit der Erzeugung von Alzheimer-Veränderungen, die durch Injektion von Amyloid in die Bauchhöhle ausgelöst wurden, ist erstmalig gezeigt, dass Prozesse außerhalb des Gehirns die Alzheimer-Erkrankung auslösen können. Bisher hatten wir geglaubt, dass die Störungen für die Alzheimer-Erkrankung primär im Gehirn ablaufen. Nun eröffnet sich ein neues Feld. Wir können nicht mehr ausschließen, dass zum Beispiel Substanzen, die wir über die Nahrung aufnehmen, ins Gehirn gelangen und dort dann zu den Alzheimer-Veränderungen führen. Solche Substanzen, wenn es tatsächlich so wäre, könnten aber identifiziert und könnten auch vermieden werden oder wir könnten den Transport ins Gehirn durch bestimmte Medikamente blockieren. Wir haben also neue Ansatzpunkte, mit denen man auch neue Therapien entwickeln könnte. Das ist aber im Moment noch reine Hoffnung, Spekulation und Wunschdenken. Es wird vermutlich noch viel Zeit vergehen, bis aus diesem neuen Ansatz auch neue Therapien werden. Relativ weit dagegen sind wir mit einem ganz fantastischen Therapieansatz, der Impfung gegen Alzheimer. Hier wird das körpereigene Abwehrsystem, das Immunsystem, dazu gebracht, die bei der Erkrankung im Gehirn der Alzheimer-Erkrankten so fatalen Ablagerungen, die Amyloid-Ablagerungen, anzugehen und abzuräumen. Neben dem bei jedem Menschen wohl vorhandenen System, mit dem Amyloid aus dem Gehirn entfernt wird, kommt also eine zweite, eine unterstützende Funktion hinzu. Dies funktioniert bei Tieren auch ganz ausgezeichnet und auch bei Menschen hat man in einzelnen Versuchen bereits eine Besserung der Symptomatik und einen Rückgang der Erkrankung festgestellt. Es gab aber leider auch schwere Nebenwirkungen, die dazu geführt haben, dass die Impfversuche am Menschen zunächst einmal abgebrochen werden mussten. Jetzt geht es darum, diese Nebenwirkungen, die mit Alzheimer-Ablagerung in den Wänden der Blutgefäße zusammenhängen, jetzt geht es darum, diese Nebenwirkungen weiter zu erforschen und so die Impfung wieder möglich zu machen. Auch bei den anderen Hirnerkrankungen besteht Hoffnung. Parkinson, Schlaganfall und Multiple Sklerose. Alle diese Hirnerkrankungen haben gemeinsam, dass es zum Untergang von Nervenzellen kommt und dass das Gehirn dieses verloren gegangene Hirngewebe nicht selbst ersetzen kann. Die Hoffnung liegt hier in der Übertragung von Nervenzellen, in der Implantation von Nervenzellen. Der Mensch besteht etwa aus 180 verschiedenen Zelltypen. Alle gehen aber aus einer einzelnen Zelle hervor, der mütterlichen befruchteten Eizelle, die sich dann immer wieder teilt und dabei jeder Teilung weiter differenziert, bis schließlich in die 180 verschiedenen Zelltypen hinein. Die befruchtete Eizelle und die ersten durch die Teilung hervorgehenden Zellen, die wir als Stammzellen bezeichnen, müssen also die Eigenschaft haben, zu Nervenzellen werden zu können. Das versucht man sich zunutze zu machen, indem man die Stammzellen vermehrt und sie dann in Nervenzellen ausdifferenziert. Die Quellen sind dabei zum einen die embryonalen Stammzellen, also Zellen, die aus den ersten Teilungen der befruchteten Eizelle hervorgehen.
Diese haben zwar den großen Vorteil, dass sie die höchste Potenz und die höchste Fähigkeit besitzen, sich in Nervenzellen zu differenzieren. Sie sind auf der anderen Seite aber ethisch problematisch, da sie nicht vom Kranken selbst gewonnen werden können, sondern nur durch die Zerstörung von Embryonen. Sie kennen die Diskussion über die Zulässigkeit solcher Forschungen und Sie kennen die Regelung, die der Gesetzgeber eingeführt hat, um im Sinne der Erkrankten nicht auf die Möglichkeit dieser Therapie verzichten zu müssen. Neben den embryonalen Stammzellen gibt es auch Stammzellen, die sich schon weiter ausdifferenziert haben und die auch beim erwachsenen Menschen noch vorkommen. Das sind die sogenannten adulten Stammzellen. Sie sind schwerer und mit geringerem Erfolg in Nervenzellen auszudifferenzieren. Sie haben aber einen anderen großen Vorteil, nämlich dem, dass sie vom Erkrankten selbst, zum Beispiel aus dessen Knochenmark, gewonnen werden können und dass sie damit dieselben Oberflächeneigenschaften wie die anderen Zellen des Körpers des Erkrankten haben und daher keine Abstoßungsreaktionen durch das Immunsystem des Erkrankten hervorrufen. Der Einsatz solcher Nervenzellen, die aus Stammzellen gewonnen werden, ist vielversprechend. Wenn diese Zellen in defekte Bereiche des Gehirns eingebracht werden, so ordnen sie sich auch passend ein und übernehmen auch verloren gegangene Funktionen der Nervenzellen. Im Tierversuch funktioniert das schon ganz gut. Nur ist der Anteil dieser wunschgemäß arbeitenden Nervenzellen noch viel zu gering, sodass es höchstens zu einer Linderung der Symptomatik, nicht aber zu einer Heilung kommt. Zum Einsatz beim Menschen kommen die Stammzellen vor allem bei der Behandlung der Parkinson-Erkrankung, bei der man die gute Voraussetzung hat, dass man hier primär nur in einem sehr kleinen und sehr differenzierten und definierten Areal, der sogenannten Substantia nigra, besonders spezialisierte Nervenzellen hat, die zugrunde gegangen sind, die sogenannten dopaminergen Neurone. Und bei einigen Parkinson-Patienten kann man mit der Implantation solcher ausdifferenzierter neuer Nervenzellen in dieses Areal auch schon zu bemerkenswerten therapeutischen Erfolgen kommen. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass das Gehirn verloren gegangene Nervenzellen praktisch nicht ersetzen kann, dann heißt dieses praktisch nicht, dass es Ausnahmen gibt. Wir wissen vom Kanarienvogel, dass jeden Herbst Nervenzellen absterben und dass im Frühjahr wieder Nervenzellen, die für das Singen benötigt werden, aufgebaut werden. Auch bei Affen hat man gefunden, dass es in der Hirnrinde in geringem Ausmaß zur Neubildung von Nervenzellen kommt. Und es gibt Hinweise, dass es auch in einigen Regionen des menschlichen Gehirns zu solchen Neubildungen von Nervenzellen kommt. Ob es aber gelingt, diese äußerst geringe Regenerationsfähigkeit der Nervenzellen zu steigern und auch zum Einsatz zu bringen, um verloren gegangenes Hirngewebe zu ersetzen, ist zurzeit noch völlig offen. Ich persönlich glaube nicht an ein besonderes Potenzial dieser Strategie, denn generell nimmt die Regenerationsfähigkeit der Nervenzellen in der Evolutionsreihe ab. Das heißt, je weiter wir zu komplexen und hochentwickelten Gehirnen kommen, desto geringer ist die Regenerationsfähigkeit und die Fähigkeit des Gehirns, Nervenzellen neu zu bilden. Dies legt nahe, dass die so geringe Regenerationsfähigkeit der Nervenzellen in unserem Gehirn der Preis ist, den wir für die Höherentwicklung unseres Gehirns zu zahlen haben. Vielleicht, weil eine ständige Neubildung von Nervenzellen die komplexen Verschaltungsstrukturen und Schaltkreise des Gehirns permanent stören würde. Die neueste aufsehenerregende Entdeckung in diesem Bereich besteht nun daran, dass es auch gelungen ist, ausdifferenzierte Zellen, also Zellen, die das Stadium einer Stammzelle schon weit hinter sich gelassen haben, durch genetische Manipulation wieder in den Zustand der Stammzelle zurückzubringen. Inwieweit diese faszinierende Möglichkeit jedoch Potenzial für eine Therapie bietet, ist im Moment noch völlig offen. Denn die Natur ist in der Regel immer noch komplizierter, als wir es erwarten. So haben zum Beispiel auch klonierte Tiere, um ein Beispiel zu bringen, trotz genetischer, völliger Identität mit ihrem Muttertier ein höheres Gewicht und eine geringere Lebenserwartung. Und wir wissen absolut nicht, warum das der Fall ist. So werden wir wohl auch bei der Reprogrammierung von ausdifferenzierten Zellen noch einige unangenehme Überraschungen erleben müssen. Auch die Konsequenzen der Umprogrammierung von ausdifferenzierten Zellen in Nervenzellen bleiben zunächst einmal abzuwarten. Was können wir also an Therapien der Hirnerkrankungen in den nächsten Jahren erwarten? An das anfangs genannte Zitat von Niels Bohr anknüpfend ist es natürlich schwierig und sind Prognosen kaum machbar. Aber ich denke, dass wir in den nächsten 5 Jahren sehr viel effektivere Medikamente
gegen Alzheimer bekommen werden und dass sich die Implantation von Nervenzellen bei der Behandlung der Parkinson-Erkrankung etablieren wird. In 10 Jahren rechne und hoffe ich dann mit dem Einsatz der Impfung gegen Alzheimer und dem Einsatz der Implantation von Nervenzellen für andere Hirnerkrankungen wie Multiple Sklerose und Schlaganfall.